Bei den US-Zwischenwahlen ist das Rennen enger als erwartet. Nach Schließung der Wahllokale haben sich zunächst keine eindeutigen Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus abgezeichnet. Die Republikaner hatten auf einen erdrutschartigen Wahlsieg bei den Midterms gehofft. Der republikanische Senator Lindsey Graham sagte jedoch im Sender NBC, es gebe definitiv keine republikanische Welle. Das wichtige Senatsrennen im Bundesstaat Ohio entschied der Republikaner J.D. Vance für sich. Der von Ex-Präsident Donald Trump unterstützte Finanzinvestor setzte sich laut US-Sendern gegen den Demokraten Tim Ryan durch. Im ebenfalls wichtigen Bundesstaat Pennsylvania gewann der Demokrat Joe Fetterman das Rennen um einen Senatssitz gegen den Republikaner Mehmet Oz. Trumps Republikaner wollen den Demokraten ihre hauchdünne Senatsmehrheit entreißen. Entscheidend sind dabei Swing States wie Ohio, Georgia und Pennsylvania. Bei den US-Zwischenwahlen werden 35 der 100 Senatssitze vergeben, außerdem alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus.